Das hier ist das Spannendste, was wir in 2018 in der kompletten Kite-Industrie in Deutschland und international erleben. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, will ich mal einmal kurz eine Minute ausholen und kurz die Situation erklären. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. In Süddeutschland sitzt ein Unternehmen mit dem Namen Boards & More. Dieses Unternehmen ist die komplette Logistik, die komplette Produktentwicklung, das komplette Marketing, Service, alles rund um die Marken Ion, North Kiteboarding und Fanatic, vielleicht auch andere Marken. Und die haben zuvor Lizenzgebühren an ein anderes Unternehmen zahlen müssen, um auf ihre Produkte North Kiteboarding drauf zu machen. Das lief über ganz viele Jahre und das könnt ihr auch in diversen Foren nochmal nachlesen, da wurde viel darüber diskutiert. Jetzt ist es einfach so, dass Boards & More da einen Cut gesetzt hat, da gibt es auch eine Pressemitteilung zu und gesagt hat, wir werden diese, also das ist halt so das, was ich in den Foren gelesen habe, dass die diese hohen Lizenzgebühren nicht weiterzahlen werden und auf die von ihnen selbst entwickelten Produkte wie Rebel Kite, Heime Kiteboard, Select Kiteboard und alles, was ihr so zuvor unter dem Produkt, unter dem Label North gefunden habt, werden die unter einem eigenen Label weiterführen. Und somit haben die sich von North Kiteboarding getrennt und das Ganze Duotone genannt. Mit Blick auf den Gebrauchtmarkt konnte man feststellen, dass plötzlich alle Leute angefangen haben, ihre North-Produkte anzubieten für eine ganz kleine Marke. Die wollten die Produkte so schnell wie möglich loswerden, weil sie gesehen haben, dass sie Produkte haben, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Und die haben mit einem sehr hohen Wertverlust gerechnet, weil es ist halt klar, ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass es in Zukunft kein Mercedes mehr gibt, dann werde ich mit Sicherheit mir heute kein Mercedes mehr kaufen, weil es wird super schwer, das Produkt in ein paar Jahren zu verkaufen, wenn es gar kein Mercedes-Benz mehr geben sollte. Also haben viele Leute ihre North Kites und North Kiteboards teilweise sogar neu ins Netz gestellt, für ganz kleines Geld verkauft und versucht, so schnell wie möglich loszuwerden. Ich will nicht sagen, dass eine Panik ausgebrochen ist, aber jeder hat echt versucht, da nochmal irgendwie die Sachen günstig loszuwerden. Nebenbei bemerkt, in der Pressemitteilung, die ich auch hier in diesem Video verlinke, vom Kite-Magazin, hat Boards & More auch bestätigt, dass alle, die zuvor North-Produkte gekauft haben, weiterhin den Service bekommen, die Ersatzteile bekommen und dass sie da jetzt nicht komplett hängen gelassen werden. Also da für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören und sich einen Kopf machen, braucht ihr euch nicht machen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht so auch erkennen könnt, dass wie schief das ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, habe ich echt gedacht, oh, das kann nicht sein. Das ist so das teuerste Foil, was es irgendwie auf dem Markt gibt. Und nach einmal fahren sie das so aus und dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut und tatsächlich liegt absolut kein Materialfehler vor, sondern das ist halt einfach der Klassiker und das kennt irgendwie jeder, der ein Foilboard hat. Und zwar lasst ihr es einfach irgendwo liegen oder es steht irgendwo und dann kommt irgendjemand an, sieht, dass was da ist, dreht es um und nimmt das Board und lehnt sich ja mit den Ellbogen drauf und sagt, oh, guck mal, total die gute Biertheke oder irgendwie sowas in der Art. Und ich vermute mal, dass genau das, was hier auch passiert ist, als ich nicht hingeguckt habe. Und das kann ich euch mal anhand des folgenden Bauteils zeigen. Dieser ganzen Situation, also erstmal aus unternehmerischer Sicht, ist das wirklich ein Rebranding, oder das ist ja gar kein Rebranding, sondern es wird ein neues Unternehmen gegründet im Prinzip. Das ist für das Unternehmen Boards & More hochriskant und aus betriebswirtschaftlicher Sicht wirklich so echt, wirklich ein Akt, wo ich echt mal einen Hut vorziehe. Wenn ich überlege, mir das Kitebuddy-Logo nur einen anderen Schriftzug zu machen, das ist etwas, wo größere Unternehmen, die größer als Kitebuddy sind,
Da gibt es Meetings zu und da würde jeder sagen, Alter, wir können nicht das Logo aktualisieren. Und Boards & More hat nicht nur ein neues Logo, sondern die haben den ganzen einen neuen Namen gegeben und ein komplett neues Produktdesign. Bei dem Produktdesign war es einfach so, das konnte man in vielen Foren und auf Facebook lesen, es kam nicht bei jedem gut an. Ich muss aber dazu sagen, hier halt den aktuellen Katalog von Duotone. Und es ist halt einfach so, dass die Produkte, die gezeigt worden sind, gerade das Orange, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich meiner Meinung nach hässlich geworden. Aber hier in dem Katalog sind die ganz neuen Kiteboards, die in zwei Tagen veröffentlicht werden. Und die sehen richtig geil aus. Also die sind richtig gut geworden. Und auch bei den Kites, muss ich sagen, das, was man im Internet gesehen hat, das waren halt nicht so die Produkte, die mir gefallen haben. Aber da sind ein paar Farben bei, die immer noch knallen und immer noch geil sind. Und ich glaube, dass sie da echt wirklich eine geile Fanbase finden werden. Produktdesign muss man halt auch berücksichtigen, wenn sich die Leute darüber abkotzen, dass das Produkt vielleicht nicht so gut aussieht in bestimmten Farben. Man muss einfach mal, meiner Meinung nach, einen Schritt zurückgehen und sich mal überlegen, dass das ein Unternehmen ist, das international übelst stark aufgestellt ist. Und das bedeutet halt auch im Produktdesign ist es halt einfach so, überlegen wir uns das doch mal im Vergleich zur Automobilindustrie. Franzosen, Spanier und Deutsche und Polen fahren komplett unterschiedliche Autos in unterschiedlichen Design. Die haben ganz andere Vorlieben. Und das ist halt so das, wenn jemand sagt, ey, die Produkte von Duotone sehen halt nicht gut aus oder sowas. Oder einige Farben davon sehen nicht gut aus oder wie auch immer. Das ist für den internationalen Markt entwickelt und das, was man wirklich berücksichtigen sollte, wenn man anfängt, über das Design zu urteilen, meiner Meinung nach. Dieses Teil hier ist das, was ausgewechselt werden muss. Und zwar, schaut mal, wenn ich das jetzt mal zur Seite bewege, könnt ihr erkennen, wie stark sich das verzogen hat. Das ist wirklich richtig viel. Und das ist der Grund, warum das jetzt so aussieht, wie es aussieht. Und tatsächlich, das ist halt wirklich dick. Da muss halt wirklich schon ein bisschen Kraft drauf gewirkt haben. Und wir haben natürlich einen langen Hebelarm. Hier könnt ihr an dem Spalt unten erkennen, wie stark sich das verzogen hat. Und dahinter habt ihr das neue Bauteil, was mir zugeschickt wurde. Also das ist wirklich stark verzogen. Setzen wir das Ganze mal wieder zusammen und gucken, ob dann alles wieder in Ordnung ist. Jetzt ist es wieder gerade. Echt gut. Und More hat aber auch tatsächlich bis hierhin so vieles gut gemacht und so vieles richtig gemacht und Glück ist, glaube ich, das falsche Wort. Glück brauchen Leute, die nicht wissen, was sie tun. Boards & More hat es hinbekommen, dass halt das komplette Team bei ihnen geblieben ist. Also alle, die zuvor oder angeblich alle Teamfahrer, die zuvor für North gefahren sind, haben jetzt alle zu Duotone gewechselt, haben alle bereits die Kites und sind auf Instagram fleißig am Posten und auf Facebook, wie die mit den Duotone-Produkten unterwegs sind. Und von daher muss man ganz ehrlich sagen, dass das, was früher als North bekannt gewesen ist, zu 100% übernommen wurde zu Duotone und die Kites einfach ein neues Design bekommen haben und ein neues Logo bekommen haben. Die große Frage bei dem Ganzen war jetzt, und die hat sich jeder gestellt und keiner konnte darauf antworten, es gab auch kein Gerücht dazu, was passiert jetzt mit dem Namen North? Wer hat das Unternehmen North oder wer hat die Marke North jetzt gekauft? Dadurch, dass ich den YouTube-Kanal habe und dadurch, dass ich ja bei all den Leuten einkaufe und Marketingleiter kenne, Vertriebsleiter kenne, Geschäftsführer kenne, bekomme ich tatsächlich viele Insider-Informationen mit, die nicht veröffentlicht wurden und auch nicht veröffentlicht werden, die einfach Teil der Branche sind und nicht für jeden zugänglich sind an Informationen. Und es gab kein Gerücht dazu, wer North Kiteboarding jetzt weiterführen wird, wer das Unternehmen jetzt oder wer das Label kauft und weitermachen wird, bis heute. Der Slogan von Duotone ist True Kiteboarding. Und heute mache ich meinen Computer an und kriege eine Mitteilung von North Kiteboarding. Schaut euch mal die Internetseite von denen an. Und die haben den Slogan und das ist halt echt ein kleiner Kinnhaken für Duotone oder eine kleine Botschaft von North Kiteboarding. Die haben eine Seite hochgeladen. Ich packe den Link davon mal in die Videobeschreibung und schreiben halt, was schreiben die? There's only one true North. Das ist mal echt eine Botschaft. Und das bedeutet, dass es mit North anscheinend weitergehen wird. Ich war tatsächlich ein paar Mal überlegen, ob das Fake News sind. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber tatsächlich wird North Kiteboarding weitergeführt. Ihr stellt euch bestimmt die Frage, warum ich euch das zeige. Aber es ist wirklich ein gut gemeinter Rat und es hat einfach wirklich
meine Erfahrung am Strand, die ihr nicht machen sollt. Mit so einem Directional Board, das ist halt wirklich, gerade so ein Glasboard ist halt empfindlich, was Beschädigung angeht, wenn man falsch damit umgeht. Genauso wie auch mit dem Foil oder mit eurem Kite. Und es ist halt einfach von mir ein gut gemeinter Rat an euch mit diesem Video. Lasst eure Sachen nicht zu lange am Strand stehen. Wenn ihr so ein Board am Strand stehen lasst, was meint ihr, was, wenn ihr irgendwo seid, wo Touristen sind, was meint ihr, was Kinder machen, wenn die sowas sehen? Die sehen so ein Board am Strand stehen und hier hinten sind die Fin halt angebaut. Ihr packt eure Sachen einfach hin, lasst die liegen, geht zu euren Freunden, quatscht mit denen und irgendwann dreht ihr euch um und seht, wie ein Kind auf dem Brett steht, irgendwie am Wackeln ist und da total viel Spaß dran hat. Und wenn ihr Glück habt, bricht ihr halt nur eure Finkästen ab. Wenn ihr Pech habt, drückt ihr diese Finboxen halt in das Board hinein, dann ist das Board auch durch. Und durchgebrochene Fin aus dem Kiteboard zu entfernen, ist auch mal wieder echt arg. Was anderes passieren kann, ich habe jetzt keinen Wachs auf dem Board hier drauf, aber wenn ihr ein Board habt, was gewachst ist, dann werdet ihr auch das erleben, was ich jetzt gerade eben gesehen habe. Ihr lasst euer Board am Strand liegen und dann geht irgendjemanden Fremdes mit Füßen, mit seinen Füßen, wo Sand dran ist, auf das Board drauf und versaugt euch das ganze Wachs, indem ihr da halt richtig schön Sand einmassiert. Deswegen, ganz ehrlich, wenn ihr durch seid mit eurer Kite-Session, schnappt euer Equipment und packt das ins Auto, weil dann müsst ihr euch nicht um solche Sachen kümmern, bis euer Board beschädigt wurde. Oder halt auch beim Kite. Ich habe mal ein Video gemacht über den Verschleiß am Kite. Das Video ist rein von einer filmischen Sache total hässlich und schlecht. Auch von den Jump Cuts und sowas total schlecht. Da habe ich viel ausprobiert. Aber inhaltlich würde ich euch empfehlen, sich mal das Video anzuschauen. Ich packe das auch mal in die Videobeschreibung von diesem Video. Und da könnt ihr euch mal ein bisschen mit dem Thema Verschleiß am Kite beschäftigen. Ihr werdet da auch mitbekommen, dass Kites verschlissen werden können, indem sie halt viel am Strand geparkt werden. Das bedeutet, dass ihr euren Kite viel im Wind stehen lasst. Und wenn ihr gerade einen 3-Strut-Kite habt, wo das Tuch nach unten halt so ein bisschen durchhängt und vom Wind immer geknickt wird, da werdet ihr halt in wirklich kurzer Zeit Verschleiß erkennen können und auch wirklich sehen können, dass sich das Tuch verändert und kleine Risse bekommt. Kinder, die sich da drauf stellen, die finden es witzig, die wissen halt nicht, dass es ein 1000-Euro-Board ist. Das hier kostet, glaube ich, sogar noch mehr in dem Setup, wie ich das mit den Fin und mit den Pads hier drauf habe. Und darauf muss man halt echt gut aufpassen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine komplette Range an NOS-Produkten ins Netz gestellt habe, um die schnell loszuwerden, weil ich Panik hatte, dass es das Unternehmen vielleicht nicht mehr geben wird und sowas, würde ich mich schon ein bisschen komisch dabei fühlen. Also, wie gesagt, ich habe echt gedacht, das ist ein Fake News. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Ich habe gedacht, ey, ist das so ein geiler Marketing-Clue von Boards & More, von Duoton, dass die halt so für mega viel Aufmerksamkeit sorgen und damit halt die neue Brand pushen. Ich habe echt gedacht, das wäre der 1. April und so. Das kann nicht sein. Das ist wirklich unglaublich. Neue NOS, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Das neue NOS, also NOS hat veröffentlicht, dass die ein paar Produktdesigner engagiert haben und dass die halt in Kürze Produkte releasen wollen. Und ich bin total gespannt, was das insgesamt bedeutet. Ihr könnt ja mal kommentieren, das würde mich super interessieren. Also ihr als Kunden, als Kiter, die vielleicht NOS zuvor gekauft haben, was geht in euren Köpfen gerade vor? Ich als Kiteshop-Besitzer, wenn ich mir jetzt die Mütze als Kiteshop-Besitzer aufsetze, muss ich sagen, ey, brauchen wir jetzt nochmal eine Kite-Marke mehr? Fakt ist halt einfach, dass hinter NOS Kiteboarding, dem aktuellen NOS Kiteboarding, ein Riesenunternehmen steckt mit wahrscheinlich auch echt viel Kohle, die halt eine lange Zeit aussitzen können, marketingmäßig richtig Vollgas geben können, um ihre Produkte zu pushen und zu entwickeln. Und die kennen ja auch die Wege, wo man die Produkte entwickelt und baut und alles. Das ganze Know-how kann man ja im Prinzip einkaufen. Also wirklich super spannend. Und für Duoton ist das jetzt natürlich auch eine super schwierige Situation, weil man, ich meine, ich denke mal, ey, die werden dieses Risiko von vornherein auch mit abgewogen haben und sich schon was überlegt haben, was passiert, wenn halt einfach NOS Kiteboarding
Know-how einkauft und seinen eigenen Weg einschlägt. Super spannend, super spannend. Ehrliche Frage, wie ist das für dich? Wir haben ja einmal das Produkt, was unter dem North-Namen entwickelt wurde, eine große Fanbase hat, diese komplette Know-how wurde in Duotone reingesteckt, hat ein neues Logo bekommen. Aber Duotone an sich muss sich ja quasi seinen Ruf jetzt neu erarbeiten, oder gibt man Duotone halt das Vertrauen, dass man sagt, ey, die haben die Produkte doch vorher unter einer anderen Flagge auf den Markt gebracht und erfolgreich etabliert und jetzt kommt nochmal North dazu, die Know-how von woanders einkaufen, aber nicht das North-Know-how haben, weil das North-Know-how steckt in Duotone drin. In North stecken jetzt neue Leute drin, behaupte ich jetzt mal, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen oder Wochen zeigen, und die werden neue Produkte rausbringen. Kommentiert mal bitte, ob ihr jetzt North-Kunden seid oder nicht. Für welche Seite würdet ihr euch entscheiden? Was bedeutet der Name? Wie viel Wert hat nur der Name für euch als ja. Der ganz große Vorteil für Duotone ist es, dass North seine Produkte erst im August 2019 releasen wird. Das bedeutet, die werden uns jetzt mit ein paar Informationen versorgen und wahrscheinlich schon ein bisschen das Marketing ankurbeln und die Spannungskurve aufbauen. Allerdings hat Duotone jetzt die Möglichkeit, ihre Kunden bereits an sich zu binden und haben somit gegenüber North Kiteboarding einen zeitlichen Vorteil von einem Jahr wahrscheinlich, um da die Kunden zu binden. Man kann aber auch sagen, dass es, aber vielleicht ist das gar nicht so, sondern vielleicht ist es ja einfach so, dass die Leute, die North Kites haben, jetzt nicht zu Duotone wechseln, sondern einfach sagen, du, ich kann meine Produkte auch 2-3 Jahre fahren, ich brauche nicht jedes Jahr neue Produkte, und dann nicht den Sprung auf Duotone machen, sondern halt direkt zu North rüber wechseln. Oder ob vielleicht Kunden so irritiert werden, dass die einfach sagen, ich habe die Fresse dick von diesen hin und her und jetzt weiß ich nicht mehr, was wir kaufen sollen. Jetzt kaufe ich halt eine komplett andere Marke, weil mir ist einfach zu viel Getüdel in meinem Kopf, es sind zu viel Unordnung. Spannend für Duotone, für North Kiteboarding und natürlich auch für alle Marktbegleiter, die dadurch vielleicht Marktanteile gewinnen oder Marktanteile verlieren werden. Was haben wir hier? Wir haben einmal Core, Fly Surfer, Levitas Foil, Slingshot Foil Board, Imperator Board, Mystic Mantel, Core Bar, North und Core Pumpe und hier nochmal Red Engine. Drin ist ein 720 und hier ist da, nee Quatsch, hier ist ein Core Ripper drin und hier haben wir ein 720. Was ich immer ziemlich faszinierend finde, was das ganze Thema angeht, ist es, wie viele Leute sich tatsächlich für diese ganzen Marken und Produkte interessieren. Ihr konntet bei mir im Kofferraum ja sehen. Also bei mir im Kofferraum ist irgendwie fast jede Marke vertreten. Nee, das wäre jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Aber ey, ob North, Duotone, Core, Slingshot, Levitas, Flysurfer, ey, worauf es ankommt, ist, dass ihr mit eurem Material gut zurechtkommt, Freude damit habt und gerne damit aus Wasser geht und euch sicher fühlt und gute Fortschritte macht. Und wir machen jetzt auf dem Weg zum Kitespot, gehen kiten, keine Ahnung, mit dem, was ich im Kofferraum habe, und haben einfach eine gute Zeit. Schöne Feierabend-Session jetzt.